Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Typisch Deutsch. Ich erzähle euch nochmal was aus meiner Heimatstadt Husum, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe euch von dem Motorradtreffen erzählt, das Video ist oben verlinkt. Und mir ist eingefallen, es gibt ja noch ein anderes, wirklich großes Ereignis, großes Event im Sommer, Anfang August in Husum. Also solltet ihr mal da in der Nähe sein. Ja, es ist vielleicht ein kleiner Tipp, und zwar sind es die Husumer Hafentage. Die Husumer Hafentage sind ja ein Fest rund um den Hafen. Sie gehen von Mittwoch bis Sonntag. Mittwochabend ist Eröffnung durch den Bürgermeister, und ja, und Sonntagabend ist dann dieses Fest zu Ende. Es ist ein Fest, ein Ereignis rund um den Husumer Hafen mit vielen Buden, mit vielen Ständen, mit viel Musik und Auftritten. Viel ist auch für die Kinder da auf dem Marktplatz. Also eine Party, kann man sagen, rund um den Husumer Hafen und ein bisschen auch in der Innenstadt. Natürlich gibt es viele, viele Buden, viele Stände, wo man etwas zu essen kaufen kann. Also ja, Pommes frites, Würstchen, das Übliche halt, was es wahrscheinlich auf jedem Fest gibt. Aber natürlich auch norddeutsche Spezialitäten wie das Krabbenbrötchen oder Fischfrikadelle oder ja, was gibt es noch? Crêpe, Pfannkuchen, naja, und so weiter. Zu trinken, klar, auch das übliche alkoholische Getränke, Wein oder auch typische nordfriesische Biersorten. Ja, aber ansonsten gibt es eben eine riesengroße Bühne, wo viele, viele Konzerte sind. Auch jüngere Leute treten auf, also Nachwuchstalente, viele Bands zu verschiedenen ja, Musikrichtungen oder eben auch ältere Bands. Zum Beispiel der Shantychor ist ein ganz bekannter, älterer, ja, ein Chor für ältere Menschen. Es treten ältere Leute auch auf in ihrer typischen Tracht, in ihren Fischerhemden. Die sind blau-weiß gestreift mit einer Fischermütze, und sie singen eben Lieder aus Norddeutschland und ja, von der Nordsee. Ansonsten gibt es eben auch ein großes Riesenrad, wenn man eben da reingeht. Ich war ein paar Mal drin, ist man höher als die Marienkirche, und man kann von oben vom Riesenrad aus wirklich ganz Husum sehen und sogar die Nordsee. Also man kann oben aus der Gondel, das Riesenrad fährt sehr, sehr langsam seine Runden, und wenn man oben ist, hält auch das Riesenrad manchmal, damit man ja, damit man die tolle Aussicht genießen kann. Man sieht also nicht nur Husum, sondern auch die Umgebung, die Felder, den Deich und das Meer, und das ist ein super Ausblick. Naja, und abends gibt es dann Tanz im Zelt oder auch draußen. Die Leute sitzen, sie unterhalten sich, die Kinder. Es gibt viele Spiele für Kinder. Also das ist schon eine richtig schöne Sache. Dann gibt es noch eine Sache, die ist auch ganz lustig. Das ist das sogenannte Entenrennen. Ja, ihr habt richtig gehört, Entenrennen. Die Enten rennen um die Wette. Es sind aber keine echten Enten. Nein, es sind so kleine gelbe Plastikenten. Und ja, man kann sich eben diese Enten kaufen. Sie haben eine Nummer. Dann werden die Enten in den Hafen gelassen, ins Wasser gelassen. Und naja, und dann gibt es eben einen Wettbewerb. Die Enten schwimmen dann über das Wasser. Und die Enten, die zuerst angekommen sind an einer bestimmten Stelle, ja, deren Besitzer haben dann einen Preis gewonnen. Also so gibt es auf diesen Hafentagen verschiedene Attraktionen, verschiedene Ereignisse. Natürlich ist es auch ein großer Anziehungspunkt. Man sagt auch ein Magnet, ein großer Anziehungspunkt für die Touristen. Husum ist eine Touristenstadt. Es gibt viele, viele Touristen, und natürlich besonders in den Sommermonaten, weil ja, weil man dann eben auch im Meer baden kann. Und da sind natürlich wahnsinnig viele Touristen bei den Hafentagen, um dann eben auch abends etwas, ja, Stimmung zu haben, etwas zu erleben, also ein bisschen vielleicht auch zu feiern. Natürlich sind auch viele, viele Jugendliche da, manchmal auch mit ein bisschen viel Alkohol. Allerdings auch die Älteren trinken manchmal doch ein bisschen einen über den Durst, sagt man. Ein über den Durst trinken ist ein Spruch, wenn jemand ein bisschen zu viel Alkohol getrunken hat. Ist mir allerdings auch schon passiert auf den Hafentagen. Als ich jünger war, bin ich auch oft mit Freundinnen auf die Hafentagen gegangen. Und ja, und da haben wir natürlich auch gefeiert. Also, das ist schon eine ganz nette
ganz nette Atmosphäre, obwohl ich kann mich auch erinnern, dass, obwohl es August ist, ganz oft regnet es an den Hafentagen. Also oft war es vorher schönes Wetter, oft war vor den Hafentagen super schönes Wetter, es war warm, die Sonne schien und auch nach den Hafentagen war das Wetter wieder schön und während der Hafentage war es doch oft kühl, regnerisch. Ich zeige euch dazu ein Foto und die Leute mussten mit dem Regenschirm und der Jacke rumlaufen, obwohl es August war. Das tut mir besonders leid für die, die einen Stand haben, weil die Verkäufer von ihren Waren, es gibt auch Kleinkunst zum Beispiel, also Handwerksarbeiten, Sachen aus Ton, getöpferte Sachen, Gegenstände, die aus Holz gemacht sind und so weiter. Sie müssen also, diese Verkäufer müssen sehr, sehr hohe Standgebühren bezahlen. Also sie zahlen viel Geld dafür, dass sie ihre Waren verkaufen dürfen. Und naja, wenn es dann sehr regnet, kommen natürlich doch weniger Menschen auf die Hafentage. Und die Verkäufer verdienen wenig, müssen aber trotzdem ihre Standgebühr bezahlen. Aber normalerweise ist viel los. Also gerade die Nordfriesen sind da nicht so empfindlich. Wir sind ja den Wind und den Regen gewohnt und deswegen ja, geht man dann auch mit dicker Jacke und Regenschirm auf die Hafentage, weil für die meisten gehören die Hafentage einfach zu Husum dazu. Und am Ende der Hafentage gibt es ein großes Feuerwerk. Ja, also es gibt ein großes Abschlussfeuerwerk. Und ich kann mich noch erinnern, ich war einmal am Deich, also nicht mitten in der Stadt, auf den Hafentagen, sondern ich war am Deich. Ich glaube, es war noch meinen Eltern und den Nachbarn meiner Schwester. Ich weiß nicht mehr so genau, wer dabei war. Auf jeden Fall, wir standen auf dem Deich und haben von der Ferne die Lichter, das Feuerwerk über dem Hafen gesehen. Also das war natürlich eine super schöne Atmosphäre. Bestimmt habt ihr auch bekannte Stadtfeste oder Dorffeste bei euch. Wenn ja, wenn ihr Lust habt, schreibt mir doch dazu. Ja, wenn euch das kleine Video und die Fotos von Husum gefallen haben, dann hinterlasst mir doch gerne einen Daumen rauf. Und damit ihr keins meiner verschiedenen Videos versäumt, abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, ciao.